11 Zuschauer, die das neue Spiel sehen. Wie gesagt, kostenlos bei Steam verfügbar, schaut es euch gerne an. Wir sind immer unterwegs und auf der Suche nach neuen Spielen, die für den Kanal vielleicht auch mal geeignet sind, dass wir eben sagen können, hey, das wird sich in der Zukunft lohnen, mal reinzuschnuppern. Und das ist hier definitiv der Fall. Es ist natürlich nicht großartig ausgebaut. Es ist eine Demo-Version, die wirklich gut funktioniert. Es hat keine Bugs, keine Glitches, keine Lags, alles ist gut. Guten Abend zusammen, herzlich willkommen, Cindy-san. Schön, dass du mit dabei bist, während wir hier das neue Spiel ausprobieren. Die Demo-Version, auch für dich natürlich, völlig frei bei Steam erhältlich, Bulwark. Relativ neu noch, wird demnächst dann wahrscheinlich irgendwann mal rauskommen. Elisely, nein, der war an der Stirn, sagt Doc for My Life. Da hat Doc for My Life sie tatsächlich mit einem Pizzakrümel angespuckt. Schön an die Stirn, hat einmal schön geklatscht, so richtig schön flatsch. Hast richtig gesehen, wie Elise so nach hinten gegangen ist. Ah, war schon lustig. Nein, wir haben gut gelacht. Und danach an Bisus Pullover, ja, da hat Elisely es dann abgewischt. Nett, ne? Das ist eine Freundin, sage ich euch doch. Leute, ne. So, die kann nur Stein hin und her bringen, das ist doof. Na, bin nur wegen dir hier, das weißt du doch, sagt Cindy-san. Nur wegen mir? Ach, Cindy, ich habe mich echt gefreut, euch zu sehen auf der Gamescom. Es war wunderschön, euch alle mit dabei gehabt zu haben. Insbesondere dann natürlich auch Entchen und Göckern war wieder mit dabei und... Ach, so viele wunderbare Leute. Die anderen Namen, ich weiß immer nicht, was darf ich im Stream sagen, was darf ich nicht. Das ist immer doof. Man muss ja auch immer aufpassen, dass man nicht die Leute verrät, die dort waren, weil vielleicht wollen die gar nicht, dass jeder weiß, dass die da waren. Cindy-san, huhu, sagt Momo. Überall ärgert Doc immer die Leute, sagt Paladin Chris. Ja, 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 spuckt sie einfach eiskalt an ins Gesicht. Hier ist was los, Leute. Ihr hättet dabei sein müssen. Ja, war super geil, aber alle sind ja wir jetzt krank, wie sonst was. Ehrlich? Elise auch. Justine auch. Alle beide krank. Also mir geht's noch gut. Ich habe wirklich nichts davon getragen. Mir geht es hervorragend. Aber die anderen, die sind alle krank. Ich meine, gut, die einen oder anderen sahen ja auch schon fertig aus, muss man mal ehrlich sagen. Aber die haben ja den Abend zuvor auch ein bisschen was genossen. Also von daher kann ich es mir gut vorstellen. Paladin Chris, der kam plötzlich, habe nicht einmal gespuckt, sondern nur aus Versehen gepustet. Und er ist weltrekordweit geflogen. Weltrekordweit? Na, nun geht's aber ab. Mensch, ich suche hier die ganze Zeit Leute, es sind keine Leute mehr unterwegs, nur noch irgendwelche Gegner, die ich gar nicht besiegen will. Und Paladin freut sich. Ja, sagt Doc for My Life. Weltrekord. Ah. Ich will keine Leute besiegen, ich will niemanden angreifen. Ich will endlich mal neue Leute haben, die für mich irgendwelche Sachen durch die Gegend bringen. Ich baue noch jemanden, der Eisen hin und her transportiert. Da hinten ist was. Es könnte wieder ein Flüchtlingsschiff sein. Samt positiven Corona-Test, sagt Cindy-san. Nein, das hatten wir glücklicherweise nicht. Also ich glaube, Elisa hat sich 3, 4, 5 Mal getestet. Und auch Justine, beide nicht. Haben beide keinen Corona, Gott sei Dank. Und von daher ist alles eigentlich in Ordnung. They can be assigned to transport goods. Ja, jetzt habe ich einen Captain, der Holz transportiert. Das bringt mir nichts. Ich brauche jemanden, der Eisen transportiert. Wir suchen weiterhin Fragezeichen, die durch die Gegend fahren. Da hinten soll noch eins sein. Da schweben wir gleich mal hin. Denn ohne Eisen können unsere Flüchtlinge sich nicht ausbauen, falls sie das überhaupt können. Ey, jetzt mobb ich damit mal nicht. Das war aus Versehen, sagt Doc for My Life. Ach, alles gut, Doggy. Wir lieben dich doch. So lieben wir das. Switch to buildings. Ja, ja. Open map. Move surveyor. Oh, wieder eine, die nur Stein transportiert. Komm, verschwinde. Wieder Furz im Winde. Also dieses Jahr hat man gefühlt alles von der Gamescom mitgebracht. Aber war wirklich ein schöner Abend. Muss man mal wiederholen. Am besten dann auch mit Paula und Lara. Ja, unbedingt. Und mit Connor. Alle drei haben definitiv gefehlt und es tat mir auch total in der Seele weh, dass die nicht da waren. Aber jetzt freue ich mich auf nächstes Jahr. Ich mich auch. Riesig. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr den Weg mal irgendwie zu uns findet, denn es ist ja immer schwer für uns, bis nach Düsseldorf runterzufahren oder nach Köln oder sonst wohin, je nachdem, wo die einzelnen Leute wohnen. Das ist gar nicht so einfach, muss ich euch sagen, den Weg zu wagen. Knack, knack. Weiter geht's. Da sind schon wieder Bösewichte, die will ich nicht. Wir werden später kämpfen, wenn wir noch irgendwie ein paar Leute mit untergebracht haben. Obwohl, das könnten wir mal machen. Wir könnten jetzt noch den ein oder anderen Officer mit einstellen in den jeweiligen Wachtürmen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Wie war das? Was muss ich nochmal drücken? Ach so, nee, ich brauche dich dafür. Muss dann den Tower auswählen. Ach so, wir haben keine Commanders mehr. Okay, na gut. Dann hat sich das erledigt. Sir Monster Falke sagt, München. Ja, München, noch besser. Da kann ich mir nicht mal eine Einraumwohnung leisten, um eine Nacht zu übernachten. Ne? Verdammt. Doc for my life. Ja, der studiert tapfer, dass es weniger Leute gibt, die einfach nur einfach auf andere pusten. Ja, das ist ein schönes Studium, das finde ich toll. Wie nennt man das? Antipuststudium? Antipustium? Sehr nice. Das sag ich dir, weil man dann Urlaub braucht, sagt Cindy Sun. Tja, das ist wohl wahr. Also nach der Gamescom hätte ich auch echt Urlaub gebraucht. Das Schöne war, dass ich nach der Gamescom auch Urlaub hatte, eine Woche. Ich habe die Woche jetzt nochmal gut genossen, das ein oder andere fertig gemacht. Sehr viel auch für Railway Empire schon mal aufgenommen, dass ich dann hinterher komme mit den Videos. Auch schon wieder eine, die nur Stein hin und her bringt. Ja komm, in mein Team, aber leck mir die Füße und schick mir jemand Neues. Mann. Paladin Chris, ich hoffe, der wird nicht so ein Grießkram-Lehrer. Meinst du, er wird Lehrer? Mit dem Antipustium? Ja, da ist Stabler Marshall drin. Schon wieder irgendwelche Bösewichte. Ich will keine Bösewichte sehen. Hä? Er studiert doch für Lehrer, oder nicht? Hoffe ich auch, sagt der gute Paladin Chris. Ja, aber was für ein Lehrerstudium? Es gibt ja auch verschiedene Fächer, die man studieren kann. Es gibt ja Geschichte, Mathematik, Geografie, Englisch, Deutsch, Spanisch. Stimmt. Pala, sagt der gute Doc von Life. Welche Fächer eigentlich? So, wir fliegen jetzt hier durch die Gegend, um irgendwie noch ein oder zwei Commander zu kriegen, sodass wir die Möglichkeit haben, dann auch die Bösewichte zu besiegen. Vielleicht sollten wir aber auch nach einem neuen Flüchtlingsort dann Ausschau halten. Germanistik und Deutsch. Da ist aber mutig. Ja, dann gucken wir mal hier hinten. Vielleicht finden wir hier noch jemanden. Hallo? Lebt hier jemand? Hallo. TF ist Germanistik? Was ist denn TF? Jetzt hoffe ich nur, dass ich bis Montag soweit wieder fit bin, weil wir dann nach Griechenland fliegen wollen. Ja, das wird schwierig. Montag ist morgen. Das weißt du schon. Ach so. Das heißt TF. Ja, okay. Oh, ein kaputtes Schiff. Ob das vielleicht später eine Quest ergibt, genauso wie diese komische Kette, die hier irgendwie an einem Berg hängt? Ich frage mich sowieso, was ist hier passiert. Eigentlich erfährt man in dieser Demo natürlich viel zu wenig über die Story. Schade. Ich glaube, dass sie viel zu bieten hat. Ach da haben wir noch ein Flüchtlingsschiff. Flüchtlingsstation. Ja, gebt mir mal alles, was ihr kriegen könnt. Ich baue euch einen Hafen. Und bringe euch dann rüber. Achso, ich muss ja noch sagen, welcher Officer. Halt! Zurück! Nee, nächsten Montag. Habe eine Woche noch Zeit zu kurieren. Ach, nächsten Montag. Na, Gott sei Dank. Hallo? Ich würde gerne nochmal drauf zugreifen. Hallo? Er will nicht, dass ich drauf zugreife. Oh, unconnected. Ja gut, dann fliegen wir erstmal zurück. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich brauche ja bloß dem goldenen Pfeil folgen. Also kriege ich auch eine Antwort von irgendwem auf meine Frage, sagt Doc for my life. Da musst du Connor direkt fragen. Wie wär's, wenn du ihm mal eine Nachricht über WhatsApp schickst? Der freut sich bestimmt. Welche Frage, sagt Cindy Sun. Er fragt, was ist Germanistik? Naja, was Germanistik ist. Da müssen wir einen Hafen mit hinbauen. So, jetzt haben wir zumindest die Verbindung. Sehr schön. Jetzt müssen wir aber wieder zurückfliegen und den Captain holen.
Und ich hoffe, dass wir zwischendurch noch das eine oder andere Schiff finden. Wir gehen mal kurz nach da hinten. Nee, das scheint ein Sturm zu sein. Da brauche ich nicht hin. Ich hasse Stürme. Tschüss. Die brauchen wir nicht. Ich brauche eher noch mehr Verteidigung. Also so 3, 4 Luftschiffe mehr und alles wäre gut. Google fragen würde Samstagen hat was mit der Sprache zu tun. Würde Samstag? Was ist Samstag? TML Black Wine. Herzlich willkommen, schön dich zu sehen. Bisu, schön dich hier bei dem neuen Spiel Bulwark mit dabei zu haben. Es ist nur eine Demo-Version, aber so für zwischendurch mal ganz interessant. Mal was anderes, was man machen kann. Und es sieht so aus, als hätte ich den Hafen irgendwie abgegeben. Ich kann ihn gar nicht mehr bedienen. Na doch, jetzt. Wer bist du denn? Warum bist du da? Du bist ja nur ein Captain. Ich brauche jemanden, der Arbeitskräfte rüberbringt. Holz. Du magst nicht mit den anderen arbeiten. Okay. Ja, dann haben wir Pech. Also dann können wir nur Arbeitskräfte rüberbringen, können aber hier nichts herliefern. Dann ist das halt so. Da muss ich jetzt durch. Dir das zu erklären, wäre noch komplizierter, sagt Paladin Chris. Nabeln Cindy-san, sagt Kutten Olli. Herzlich willkommen, Kutten Olli. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du bei dieser Demo-Version mit dabei bist. Bulwark. Wunderbar gemacht. Süß hingekriegt. Und auch sehr interessant von der Struktur her. Aber eben auch sehr kompliziert. Ach, da ist nochmal so ein Flüchtlings-Settlement. Sollten wir vielleicht auch nochmal hin. So, Hafen bauen. Jetzt haben wir ja jede Menge Leute. Aber keine Leute, die es hin und her transportieren. Ist natürlich doof. This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and... Ja, wir haben keinen Captain. Hier kann mir keiner helfen. Was? Verdammt eins. Das gibt's doch nicht. Deutsche oder germanische Sprache und Literaturwissenschaft, Deutschkunde im weiteren Sinne, unter Einschluss der deutschen Volks- und Altertumskunde. Ach, du ahnst das nicht. Wie geht's dir? Ja, wunderbar, Black White, wunderbar. Wir waren auf der Gamescom, haben sehr viele Leute wiedergesehen und neue Leute kennengelernt, sehr viele Entwickler eben auch gesprochen und unter anderem natürlich auch den Entwickler dieses Spiels hier. Es war sehr cool, sich mal mit den Leuten direkt unterhalten zu können. Ist ja auch nicht immer der Fall, dass das die Möglichkeit ist. Deswegen, Happiness overall. Was haben wir denn hier Schönes? Mensa Dominance? Kann mir mal jemand sagen, was Mensa Dominance ist? Ich weiß, hatten uns ja unterhalten und getroffen. Oh Gott, jetzt bin ich tot. Ich habe mir viele noch gemerkt. Ich weiß, dass HEP85 mit da war. Ich weiß, dass Lapsi da war. Es war schön, beide endlich mal persönlich kennenzulernen. Ich weiß, dass Night Queen da war und auch der Nico und ich war Niklas. Ach, du warst Niklas. Oh Gott, das ist so traurig, dass man manchmal die ganzen Namen nicht zueinander bringen kann. Aber ich habe sowieso ein Problem damit. Man kennt die Person, ich sag mal, beispielsweise Entchen. Entchen kenne ich nur unter Entchen. Den richtigen Namen kann ich ja jetzt hier nicht laut aussprechen, aber das ist immer so schwierig, das alles zusammenzukriegen, wirklich. Genauso wie alle mich unter Bisu kennen. Wenn irgendjemand Erik sagt, ja, wer ist ein Erik? Es gibt viele Eriks auf der Welt. Ja, Bisu gibt's nur einmal. Kein Problem, schreiben viele falsch, sagt der gute Black White. Alles gut. Ups, falsch geschrieben, sagt Cindy Sand. Ach so, weil sie Niklas mit CK geschrieben hat. Erik, sagt Doc von Malive. Und leise, fragt Paladin Chris. Jupp, der 16-jährige Bub, der seine Haare nach vorne gebunden hatte. Oh Gott, nach vorne gebunden ist auch noch. Was ist denn jetzt eigentlich Mensa Dominance? Ich glaube, ich hole mal mein Handy raus und guck mal nach. Wie spät haben wir das? Ja, doch, doch, geht. Ich bin gleich wieder da und dann gucken wir mal rein. Bis gleich. So, meine Lieben, da ist er wieder. Und jetzt haben wir gleich mal darüber geredet, wer eigentlich Niklas ist. Haha, das war der kleinere junge Mann, der eigentlich die Haare so schon nach vorne hatte und dann aber die Haare so zusammengebunden hat mit dem Gummi. Kann das sein? Ist das so? Ist dem so? Bist du denn noch gut nach Hause gekommen, Niklas? Fragte gute Cindy-San den guten Niklas.
der aber gar nicht mehr antwortet. Jo, sagt er, jetzt hat er geantwortet. So, ich weiß nicht, was Mansard Dominance ist, aber ich nehme es jetzt einfach mal mit rein und fahre dann gleich mal hier rüber und hoffe, dass wir dort auch noch irgendwas finden. Die Mansard Citadel lassen wir jetzt einfach mal links hinten liegen. Unconnected Harbor. Ja. Was haben wir denn hier? Demolished to Service Unique Building. Nein, danke. Weiter geht's. Nach ein bisschen laufen schon, sagt der gute Niklas. Richtig, sagt Sinisan. Ha! Ich wusste es. Okay, das ist gut. War noch lange unterwegs, weil die Autobahn super voll war. Oh Gott, ihr Arm, ey. Oh, das tut mir auch so leid. Ich meine, wir hatten den Abend, als wir da am Rhein saßen, auch nicht nur genossen. Das war okay. Wir sind ja dann auch relativ früh los. Relativ. Ich glaube, so gegen 11:30 sind wir los. Und dann standen wir oben am Zug und dann haben die Leute da reingeschoben in die Züge. Meine Fresse, dachte ich, wie sollen wir denn da jemals reinkommen? Es ging nicht. Wir hatten keine Möglichkeit reinzukommen. Es war eine absolute Katastrophe. Und das lag aber nicht daran, dass die alle noch von der Messe kamen und gesagt haben, hey, wir genießen jetzt hier noch den Tag. Nein, das waren alles die Leute vom Fußballspiel und von dem Helene Fischer Konzert. Und dann war wirklich alles so proppenvoll, dass wir nachher über Wuppertal nach Düsseldorf gefahren sind, um ins Hotel zu kommen. Also furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ein Refugee-Settlement has been spotted on the horizon. Perhaps we can take these people. Okay, das ist gut. Ich war noch lange unterwegs, weil die Autobahn super voll war. Ja, deswegen. Die wollten alle irgendwie nach Hause. Oh, das scheint ein großes Settlement zu sein. Bitte, bitte, bitte. Freehouse Dominance, Outpost to Salvage and Relocate. Ich nehme dich einfach mal mit rein, aber ich brauche dich nicht. Ich brauche Schiffe. Ich brauche noch mehr Piraten, die mit mir durch die Gegend fliegen, damit wir auch mal kämpfen können. Mit Auto war man auch am Hintern, sagt Cindy Sun. Ja, das glaube ich gerne. Es tut mir auch echt leid. Nein, es war schon schön. Mein Gott. Ich habe es genossen. Egal, wie man fahren wollte, aber es war alles voll unverstopft. Ja, das stimmt allerdings. Egal auf welche Weise. So, könnte das jetzt mal bitte irgendein Kämpfer sein? Aber ich glaube, das ist wieder nur irgendein Händler, der nichts kann. Ja, wieder nur Stein. Ach, dann komm, aber ich brauche dich nicht. Ich brauche jemanden, der ordentlich kämpfen kann, der so richtig schön Boom, Boom, Boom macht. Guck mal, hier sind ganz viele Schiffe. Warum ist da kein Händler bei? Verdammt, alle tot wahrscheinlich. Mann. Nee, wir hatten viel Spaß. Ich war um 13:30 erst zu Hause für eine Strecke, wo ich maximal 45 Minuten brauche. Ja, genau so ging es uns auch. Wir sind ja wie gesagt über Wuppertal gefahren und waren dann 1,5 Stunden noch unterwegs. Wir sind auch erst so gegen 13:30 zu Hause gewesen. Das glaube ich, gut und gerne. Aber wir mussten auch die Bimmelbahn nehmen, die wirklich an jedem Nest gehalten hat. Das war unglaublich. Schon wieder eine mit Ich will die nicht. Geh weg. Ah. Wir kriegen keine neuen Leute, die wirklich auch Eisen und sowas transportieren können. Und wir kriegen auch kein neues Settlement, wo denn mal wieder so ein Luftschiff mitkommt. Da müssen wir halt so mal kämpfen. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Und ich würde das jedes Jahr machen. Ja, ich auch. Immer mal wieder. Absolut kein Ding. Sind wir schon bei 43 von 50. Die Demo ist gleich vorbei. Und wir haben nichts geschafft. Nächstes Jahr hoffe ich, dass noch mehr Leute mitgehen. Ja, das hoffe ich auch. Modpol, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen hier in diesem neuen Spiel, wo wir die Demo einfach mal ausprobieren, wo wir in Bulwark unterwegs sind und versuchen, sie ist gratis. Gerne auf Steam auch runterladen, mal ausprobieren, weil man mit Linksklick einfach alles steuert. Mit Rechtsklick kann man alles bauen. Also man muss nicht mal irgendwelche Gebäude aussuchen. Der baut die von alleine, weil es ja nur Ressourcen, Gebäude und Türme gibt, um sich zu verteidigen. Und wir sind jetzt gerade ein Luftschiff, das durch die Gegend fliegt, um irgendwelche Flüchtlinge zu finden, um dann gegebenenfalls unseren Außenposten hier zu erweitern. Schönes Spiel, so für zwischendurch, habe ich auf der Gamescom gesehen, ist sehr interessant, von Thomas fertig gemacht worden und derjenige, der das Ganze
Publish, die Firma, mit denen habe ich mich unterhalten. Top-Leute, wirklich. Und ich bin gespannt, wie es nachher sein wird, wenn wir wirklich mal die Vollversion haben. Ja, es war ja auch noch ein Helene Fischer-Konzert, wenn ich nicht falsch liege. Zug nicht bekommen, musste dann den nächsten nehmen. Fazit daraus, es kam kein Bus und durfte erstmal laufen. War knapp 2 Uhr zu Hause. Uff, Niklas, das ist hart, sagt die gute Celine, hätte ich beinahe gesagt. Cindy, ab heute bist du Celine Dion. Ah, schön, ich freue mich. Ja, nehmen wir, danke. Wir stärken die ganzen Dominanzen, aber nicht unsere eigene Kraft. Das ist so zum Heulen. Dann können wir schon wieder eine Mühle bauen. Das ist ganz toll. Also wenn das nächste Mal jemand kommt zum Kämpfen, dann werden wir das einfach mal ausprobieren. Wir haben ja bisher noch nicht gekämpft. Was ist jetzt eigentlich mit dem Luftschiff? Ach, das kommt hinter mir her. Komm, Herr Luftschiff. Wir müssen weiter. Komm mit. Lauf nicht weg. In der Hoffnung, hier irgendwann nochmal irgendwas zu finden. Fliegen wir einfach mal ganz weit weg. Obwohl, da hinten, da soll was sein. Da fliegen wir mal hin. Hab eigentlich nur die Klamotten vom Leib gerissen. Jogginghose an und ins Bett gewallt, als ich dann zu Hause war. Kenn ich. Helene Fischer Konzert und der erste FC Köln hat auch gespielt, meine Lieben. Also insofern war alles voll in Köln, ohne Ende. Die wollten uns tatsächlich damit ärgern. Das haben sie mit Absicht gemacht, damit die Gamescom-Leute auch ja nicht zur Rande kommen. Wieder ein Händler. Hoffentlich diesmal mit Eisen. Na, wieder nur Stein. Das ist immer die gleiche. Also ich brauche das gar nicht mehr machen. Wir gehen jetzt nochmal hier hin. Fresh Combat Forces. Ja, nehme ich. Danke. Piratenzitadelle. Oh, und wir haben noch ein weiteres Luftschiff. Jetzt will ich kämpfen. Jetzt will ich aber so richtig schön so rein damagen. Guck mal, da kommen sie. Da sind sie unterwegs. Aber die kommen nicht mit. Fliegen die trotzdem mit mir mit? Auch wenn sie ein bisschen woanders unterwegs sind? Ich glaube ja. Cool. Oh, jetzt können sie kommen, die Bösewichte. Wir sind bei 51 von 50. Theoretisch geht nichts mehr. Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch Bösewichte finden, die einfach mal so auftauchen und dann ballern wir sie tot. Bisu, Lust auf TS. Im Moment nicht. Ich habe es noch nicht installiert. Ich habe noch nichts eingerichtet da. Deswegen kann ich noch nicht ins TS. Niklas, bist du gesund geblieben? Fragt die gute Cindy San. Also ich bin es auf jeden Fall. Die anderen... Denen ging es nicht so gut, der guten Elise und der guten Justine. Denen hat es wirklich die Füße unter den Boden weggerissen. Den Boden unter den Füßen, so rum. Leichte Erkältung, aber kein Corona, sagt der gute Niklas. Black White. Ah, da, jetzt können wir kämpfen. Wo sind meine Luftschiffe? Seid ihr da? Geht los jetzt hier, Party. Guck mal, die sind sowieso hier gerade bei unseren Leuten. So, was wollt ihr? Wir machen euch fertig. Stouties oder lose Captain. Nee, ich will keinen Captain verlieren. Auf geht's. Töten! Schießt sie ab! Wir müssen wegfliegen, sonst schießen sie uns ab. Ja, ein Schiff haben wir. Das andere muss auch noch weg. Gut gemacht. Boah, sind wir gut. Und unsere Piratenschiffe sind auch noch da. Achso, die Vögel müssen auch kaputt gemacht werden. Toll, jetzt haben sie eines meiner Schiffe zerstört. Das finde ich aber nicht schön. So, da fallen die Vögel ins Wasser. Schluss aus, vorbei. Wir haben sie besiegt, haben wir sie. Es lag wohl am Gruppenkuscheln. Es hat nur wenige verschont, sagt Cindy San. Ja. Also nächstes Jahr kein Gekuschelt, sagt Cindy San. Ja, na, ich weiß ja nicht, vielleicht hatte ja jemand schon irgendwas und hat es dann sozusagen weitergetragen. Kann ja immer passieren. Cindy San, zum Glück habe ich nicht mitgekuschelt, sagt Doc for my life. Ja, du warst ja noch gar nicht da. Du bist ja dann erst am nächsten Tag gekommen. Da war ja schon kein Gekuschel mehr. So, jetzt ist noch ein Local Storm. Wo ist er? Da hinten. Da gehen wir auch noch hin. Den machen wir auch noch fertig. Und dann haben wir die Demo eigentlich auch schon komplett ausgekostet. Das ist alles, was wir im Moment machen können. Ist eben mal, um es auszuprobieren. Und wir werden gleich noch eine weitere Demo probieren. Auf geht's! Wir werden hier niemanden ausliefern. Töten! Achso, ich darf den nicht töten? Warum nicht?
Er fliegt weg. Ich glaube, die haben Angst vor uns, weil wir so gut sind. Ich glaube, die Con wäre echt geil gewesen, sagt Paladin Chris. Welche Con? Die Conhorn? Was meinst du? Ich bin erstmal ein bisschen im Lurk, sagt der gute Blackwhite. Mach ganz in Ruhe. Schön, dich gesehen zu haben. Schön, dass du überhaupt damit dabei bist. Bis dann, TML Blackwhite, sagt Cindy Sun. Ach, Paladin Chris, tja, dann komm halt mal ein paar. Wo sind die Bösewichte jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Sie sind einfach weg. Pa, sagt Paladin Chris. Er ist nicht Paladin, er ist Pa-Ladin. Pa-Aladin. Da ist er wieder. Vögel sind auch alle noch mit dabei. Schon wieder die gleiche? Ich will die nicht. Was kommt die denn immer? Ich glaube, ich habe die schon 10-mal bekommen. Pa, 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 sagt Talk for my life. Ja, ich mag euch. Ich mag, dass es nicht immer ganz so ernst ist. Das ist sehr angenehm. Könnten wir noch mal bitte einmal kämpfen? Einmal nur noch. Dann bin ich glücklich. Dann können wir gerne ins andere Spiel wechseln. Ach, für Palla ist alles ernst, sagt Doc Formalife. Naja. Da können wir noch mal hin. Schauen wir mal, was wir finden. So sehr, dass ich mir ein Spiel ansehe, was mich null interessiert, sagt Cindy Sun. Oh, bist du gemein. Okay. Hier ist eine Eisenmine. Ja, warum nicht? Können wir durchaus mitnehmen. Oh, ich darf nicht. Okay, gut. Dann haben wir es geschafft. Paladin Chris freut sich. Das hat er von Ginny. Schlechter Einfluss, sagt Doc Formalife. So, meine Lieben, wir haben das Spiel im Prinzip jetzt bis zum Ende ausgereizt. Was anderes geht im Moment nicht. Es ist eine Demo. Es wird natürlich die Vollversion auch irgendwann geben, aber nicht heute, nicht hier und nicht jetzt. Wahrscheinlich erst 2024. Das Ding erinnert mich an an Kirov aus Alarmstufe Rot 2. Meinst du jetzt das Flugschiff hier? Ach, schon wieder die gleiche. Nee, lass mal. So, zurück ins Hauptmenü. Das, meine Lieben, war Bulwark. Wir werden jetzt einmal den Stream umschreiben, sodass wir dann die Möglichkeit nutzen können. Zack, um dementsprechend auch ein neues Spiel machen zu dürfen. Na dann, erst 21 Uhr, dann auf zu Darkest Dungeon 2. Das würdest du gerne mal wieder sehen, ne? Aber ich habe Angst davor. Ich habe mittlerweile echt Angst, weil ich lange nichts gemacht habe. So, die Züge müssen nicht mehr rollen. Bulwark ist durch. Jetzt machen wir mal Rias 2.